Es ist Main-Event-Zeit. Kinder, ab ins Bett. Das hier ist jetzt für Erwachsene. Main-Event der 6. Invictus Fight Night hier in Saalfeld, grüne Mitte. Und wir sehen Saalfeld stolz. Auf der linken Seite John, The Hazard, Kallenbach, Veterans Day sozusagen. Beide 38 Jahre. Aber Alter schützt vor Kickboxen nicht. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf einen knackigen Fight. Es geht um einige Titel. Es geht um WKU und WMAC plus den veranstaltungseigenen Titel. Und das in der für Kallenbach ungewohnten, weil höheren Gewichtsklasse bis 79 Kilo. Schöner Nebeneffekt, der Weightcut fällt dann deutlich entspannter aus. Hintergrund der Geschichte, eigentlich gab es einen anderen Gegner für Kallenbach. Ein Rematch war angesetzt, ebenfalls gegen den Griechen. Das ist aber leider verletzungsbedingt ausgefallen. Und so ist es nun The Wolf Guruli vom Team Magma, der sich hier anschickt in der Höhle des Löwen und damit auch genug der Tiere hier tatsächlich den Party-Crasher zu spielen. Aber wir haben es gerade schon gesehen, Kallenbach, der hat Bock, der ist heiß, der ist hier zu Hause. Für ihn ist die Invictus Fight Night eine Herzensangelegenheit und ein Heimspiel gleichermaßen. Vertraute Ecke, wir haben es gerade schon gehört, Christian Müller da, Matthias Weber und Ferenc Schmidt, wie immer gut eingestellt. Und wer Kallenbach so ein bisschen kennt, der weiß, hier wird Kickboxen zelebriert. Viele Kicks, variabel, schön nach vorne. Das ist Kallenbach, The Hazard, wie er leibt und lebt. Und noch nicht die Halbzeit der ersten Runde. Und das Publikum ist schon da. Also sind wir mal gespannt. Dritter Mann im Ring, Goran Filipovic. Einer, der den beiden in Erfahrung in nichts nachsteht. Ausreden gibt es keine mehr. Jetzt gibt es Spektakel. In der Preisklasse, in der wir hier unterwegs sind, da gibt es natürlich im Normalfall kein nach vorne stürmen. Hier wird erstmal so ein bisschen geguckt. Wir haben 5 Runden Zeit, das Ganze hier in geordnete Fahrwasser zu bringen. Guruli eben auch ein ganz erfahrener Hase. 70 Kämpfe hat er in seinem Kampfrekord. 58 davon konnte er siegreich gestalten. Der weiß auch, wie es geht und ist hier nicht wegen der schönen Aussicht nach Saalfeld gekommen. Und wird sich das natürlich hier erstmal so aus einer gesicherten Defensive angucken. Und genauso sieht es derzeit auch aus. Überlässt Kallenbach da so ein bisschen die Initiative und wird natürlich seinerseits schauen, dass er immer mal wieder Aktionen anbringen kann. Ja, und Kallenbach, das ist einer, das wissen wir auch aus den letzten Kämpfen, der kann sich in so einen Kampf auch richtig schön reinarbeiten. Auch der guckt immer ganz gern mal zunächst in Runde 1, was der Gegner so im Angebot hat, um dann langsam aber sicher das Gaspedal voll durchzutreten. Und das ist meistens immer natürlich besonders einfach, wenn die Halle hinter einem steht. Taktisch geprägte erste Runde, die wir hier gesehen haben. Guruli jetzt mit einem Low-Kick, sorgt ein bisschen für Gewichtsschwierigkeiten, schickt eine schöne rechte hinterher. Also da sehen wir schon so ein bisschen, in welchem Segment wir hier unterwegs sind. Das wird keine Butterfahrt. Also, da wissen wir jetzt, wo wir stehen. Levan The Wolf Guruli, durchaus einer mit Qualität und eben wie gesagt in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm. Die Titel, die Kallenbach im Gewichtslimit bis 76 Kilogramm hat, die stehen hier heute nicht auf dem Spiel. Und da sehen wir seinen Trainer, Stelios Politis, gibt da entsprechende Anweisungen, wird aber nicht unzufrieden sein mit der ersten Runde seines Schützlings. Ja, und auf der anderen Seite, da sehen wir die angesprochenen Herren Head Coach Matthias Weber vom La Familia Fight Club in Halle, der heute schon den eigenen Schützling im Rennen hatte, der sich sehr, sehr ordentlich geschlagen hat. Überzeugender Sieg beim Debüt. Und eben auch Christian Müller und Ferenc Schmidt. Zur zweiten Runde, Round 2. Ringfrei, Runde 2. So, und das Publikum ist auch da. Das ist auch gut so, denn wie gesagt, Guruli auch jetzt schon wieder mit einer linken da.
unbequemer Gegner. Einzelaktion, aber wenn die dann kommen, dann wird es unappetitlich. Kallenbach wäre jetzt gut beraten, Guruli so ein bisschen zu beschäftigen. Die notwendige Distanz zu finden, eben auch für seine Schläge und Kicks. Hat ja manchmal so, wir haben es gerade gesehen, etwas unorthodoxen Bewegungsstil. So das Head Movement etc. Fast schon so ein bisschen ein Markenzeichen. Ja, aber der Grieche ganz robust. Und mit ordentlich Saft. Kallenbach hat da noch nicht die richtige Distanz gefunden. Da geht noch zu viel ins Leere. Jetzt mal mit ein paar Körpertreffern. Jetzt mal eine schöne Rechte von Kallenbach. Guruli stellt Kallenbach jetzt in der Ringecke. Ja, die gehen noch zu sehr ins Leere und das ist dann eine Distanz. Da scheppert's. Schöner linker Highkick von Guruli, der sein Ziel findet. Also was die Einstellung am Visier anbelangt, Guruli derzeit mit Vorteilen bei John Kallenbach, muss da noch ein bisschen Feintuning gemacht werden, sonst wird es gefährlich. Publikum spürt das. Nochmal aufmunterte John-John-Sprechchöre. Und wieder Kombination, die durch die Deckung geht. Die Linke findet ihr Ziel. Guruli bisher mit einer ganz, ganz starken Vorstellung. Kallenbach noch nicht mit dem Mittel, um dem Griechen hier so ein bisschen die Grenzen aufzuzeigen, ihn unter Druck zu setzen. Muss jetzt natürlich ein bisschen was ausprobieren. Bin gespannt, wie dann auch die Trainer ihn in der nächsten Rundenpause einstellen. Fakt ist, Guruli, den müssen wir im Auge behalten. In der zweiten Runde. So, gab es noch ein Knie in den Bereich, wo es recht wehtun kann. War nicht absichtlich. Kurze Entschuldigung, faire Geste, so muss das sein. Aber halten wir noch mal fest. Guruli, der ist auf den Punkt ready. Präsentiert sich hier wirklich als ganz, ganz kompakter, unbequemer, unangenehmer Gegner. Ja, und Matze Weber als Head Coach, der ist jetzt gefragt. Wie kriegt man den Griechen in den Griff? Wie stellt er John Kallenbach jetzt ein, dass er seine Qualitäten ausspielen kann? Das ist jetzt dringend vonnöten. Guruli kam schon ein paar Mal sehr, sehr gut durch. Ja, ganz entspannt hier in der griechischen Ecke. Wirkt sehr konzentriert. Seconds out, hat alles im Griff. Aus dem Ring. Gibt hier also eine sehr, sehr gute Visitenkarte ab. Aber ringfrei zur dritten Runde. Round 3. Kallenbach ist erfahren. 84 Kämpfe, das ist ja also der 85. Unzählige Schlachten geschlagen, auch unter anderem auf auswärtigem Terrain in Frankreich. Damals mit einschneidenden Erlebnissen, hat sich jeder Herausforderung gestellt. Immer Sportsmann durch und durch. Und diese Erfahrung, die wird er jetzt brauchen. Muss jetzt hier in den Kampf finden. Und die dringendste Empfehlung vom Kommentatorenplatz, die Deckung dabei nicht vernachlässigen. Denn das, was Guruli hier offensiv im Angebot hat, das flößt doch schon Respekt ein. Kallenbach muss jetzt das Gefühl für die Distanz finden. Muss mit seinen Kicks und seinen Schlägen das Ziel finden. Muss Eindruck hinterlassen beim Griechen. Sich nicht locken lassen.
So, Halbzeit in diesem Kampf. Wir sehen einen bärenstarken Griechen Levan Gurulli, der sich als eine extrem harte Nuss entpuppt, die Kallenbach hier zu knacken hat beim Heimspiel bei der 6. Invictus Fight Night hier in der grünen Mitte in Saalfeld. Ja, ganz stabile Deckung, antizipiert viel, lockt Kallenbach jetzt so ein bisschen, na komm doch. Darauf sollte sich Kallenbach auf gar keinen Fall einlassen, sondern weitersuchen. Was ist der Schlüssel zum Erfolg, um Gurulli hier in Bedrängnis zu bringen? Natürlich ist es auch immer eine Frage, gerade bei diesen Titelkämpfen, die über 5 Runden gehen, wie viel Sprit ist am Ende noch im Tank, wer hat hinten noch was zum Zusetzen, aber sich nur darauf zu verlassen, das dürfte dann doch ein bisschen wenig sein. Also ran hier an den Gegner für John Kallenbach, kann es nur heißen. Müht sich nach Kräften, probiert immer mal wieder was, schaut, adaptiert. Ja, natürlich sehr interessant, dann mal so reinzuhören. In der Ringpause, der Spinning Backkick, hübsch anzusehen, aber auf die Deckung keine Schlagwirkung bei Kallenbach, als er hier auf den Boden geht. Aber auch da noch mal kurz vor Schluss eine saftige Linke. Ja, Freunde, also das ist hier ein echtes Brett, das es zu bohren gilt für den Lokalmatadoren. Da haben wir noch mal im Bild. Nach wie vor ganz ruhig, ganz abgeklärt, mit allen Wassern gewaschen, so zumindest der Eindruck aus der Ferne. Und macht das hier wirklich, wirklich gut. Ist ja nicht immer so einfach im Kampfsport mit den Aufgaben, die man in der Fremde antritt. Ja, und Kallenbach, jetzt ist guter Rat teuer. Matze Weber wirkt aber so, als hätte er da eine Idee. Sauberbetreuer bitte aus dem Ring. Welche genau? Was kann Kallenbach jetzt hier in die Waagschale werfen, um Gurulli in die Knie zu zwingen? Hartes Gefecht, Championship Rounds. Jetzt gilt's. So, jetzt mal eine schöne Linke. Gurulli zeigt an, ja, ja, passt schon. Aber genau das sind immer diese Momente, wo es eben nicht passt, wo man unfreiwillig zugibt, dass das Eindruck hinterlassen hat. Und so muss es jetzt weitergehen für Kallenbach. Sauber punkten, Eindruck hinterlassen, variabel sein. Gurulli unter Druck setzen. Schlag auf den Hinterkopf, soweit ich das gesehen habe. Schöne Rechte jetzt. Das könnte vielleicht das Mittel aktuell sein. Immer wieder durchstechen. Das Visier scheint jetzt passend eingestellt. Die Schläge kommen immer besser durch bei Kallenbach. Ja, Kallenbach jetzt stabiler. Gurulli kommt nicht mehr so durch wie noch in den ersten beiden Runden. Aber immer wieder diese Low Kicks. Und das haben wir ja in den letzten Monaten immer wieder gesehen. Dieser Trend über die Low Kicks eben auch Schaden beim Gegner anzurichten. So ein bisschen die Stabilität zu nehmen. Teilweise ja auch mit durchaus ernstzunehmenden Verletzungen, wenn man da vielleicht an Conor McGregor denkt. Die hinterlassen Spuren. Nicht sofort, aber doch immer wieder stetig. Da muss Kallenbach ebenfalls aufpassen, wirkt aber noch beweglich. Ja, genau das. Ausweichen, kein leichtes Ziel bieten, Gurulli beschäftigen, immer mal wieder nadelstichartig durchkommen. Ihn einfach so ein bisschen zermürben. Und das Gefecht offen halten, um in Runde 5 dann möglicherweise das Ganze für sich verbuchen zu können.
Von draußen jetzt nimm die Kicks mit. Genau. Da soll die Kombination kommen und mit Kick abgeschlossen werden. Der Valgurulli sich beschwert, dass es schon wieder einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben hat. Ist natürlich gerade, wenn es in den Clinch geht, immer so eine Gefahr. Kallenbach ja für seine Gewichtsklasse extrem weit aufgeschossen. Oh, schöne Rechte von Gurulli. Die hat getroffen, die hat Wirkung hinterlassen. Kallenbach gibt sich unbeeindruckt, antwortet. Bringt auch einen schönen Low-Kick. In der vierten Runde. Und damit nähern wir uns der letzten Runde dieses Titelfights. Gurulli weiterhin ein ganz unbequemer Gegner, stellt hier Kallenbach immer wieder Aufgaben, die dieser lösen muss. Kallenbach fleißig, versucht immer wieder den Gameplan ein Stück weit anzupassen. Gerade jetzt auch in der vierten Runde stärker über das Boxerische zu kommen, hatte damit auch gut Erfolg, weil eben auch die Distanz jetzt, das Distanzgefühl besser da war. Aber das hier ist ein Ritt auf der Rasierklinge. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Fünfte Runde. Was vom Publikum noch kommt. Ob sie John Kallenbach noch mal nach vorne peitschen. Ist ja einer, der hier in der Region auch sozial engagiert ist. Und bekannt ist. Die Halle dürfte er hinter sich haben. Und die müssen ihn jetzt noch mal nach vorne peitschen. Jetzt muss er noch mal alles geben. Alles in die Waagschale werfen, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Hier ins offene Messer zu rennen für Kallenbach, keine Option. Gurulli unter Druck setzen, punkten und selbst nicht getroffen werden. Das muss die Marschroute sein. Aber Gurulli immer wieder mit seinen Schlägen, die gut durchkommen. Und die haben durchaus Bums. Wir sehen es immer wieder. Jetzt mal schöne Linke von Kallenbach. Das Publikum ist da, daran liegt es nicht. Die pushen ihren Lokalmatadoren nach vorne. Was hat Kallenbach noch zuzusetzen? 2 Minuten hier in der fünften Runde dieses Titelfights bei der 6. Invictus Fight Night. Ja, und da klopft Kallenbach noch mal an. Jetzt mal auch mit einem Knie. Ist präsent, ist da. Der fightet. Gurulli weiterhin sehr kompakt. Um auch einen größeren Abfall zu haben, hat das hier über 5 Runden ganz, ganz solide gemacht. Ganz erfahrener Mann. Es immer wieder durchzukommen, Kallenbach zu stellen. Der kriegt den Griechen nicht so wirklich zu fassen, kann ihn sich nicht so richtig zurechtlegen. Wird da nicht so richtig griffig, so wie er es eigentlich braucht, um dann am Mann zu arbeiten. Die letzten 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden. Nochmal eine schöne, saftige Linke, aber Gurulli zeigt sich unbeeindruckt, hat immer eine Antwort. Also ein würdiger Titelfight hier in der grünen Mitte, der hier an dieser Stelle dann sein Ende findet. Ganz, ganz starke Vorstellung von 2 alten Haudegen, die dem Jungvolk nochmal zeigen,
wo der Ziegenbock den Honig hat. Respekt für diese beiden, die hier über 5 Runden nochmal alles rausgeholt haben. Und jetzt bin ich gespannt auf die Punktrichterwertungen. So, und hier sehen wir es schon ein bisschen. Die links die griechische Ecke diskutiert noch mit Goran Filipovic. Über ein paar Feinheiten in der Ecke von Kallenbach wird schon erste Analyse betrieben. Wir sehen Ferenc Schmidt, der so ein bisschen anzeigt, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Und da haben wir gerade noch im Anschnitt die beiden Gürtel gesehen, beziehungsweise 3. Es geht ja auch um die Meisterschaft der Veranstaltung, der Invictus Fight Night. Ja, und da sehen wir noch mal hinten, genau, alle 3 Gürtel. Wer die heute mit nach Hause nehmen darf, der braucht eine Tragehilfe. Schauen wir mal auf die Wertung der Punktrichter. So, Tobi Gerold hat das Offizielle für uns. Punktrichter 1 wertet den Kampf 49 zu 47, Guruli. Punktrichter 2 wertet den Kampf 49 zu 48, Kallenbach. Und Punktrichter 3 wertet den Kampf 48 zu 48. Da beide Titel vakant sind, gibt es eine Runde Verlängerung. So, und dann haben wir eine Entscheidung, wie sie relativ selten ist. Ein Split-Draw, das Einhorn unter den Entscheidungen, relativ selten. Also ein Punktrichter für Kämpfer A, ein Punktrichter für Kämpfer B und der dritte gibt ein Unentschieden. Es war ein enges Gefecht, das sehen wir eben daran, dass es hier eben 3 ganz unterschiedliche Wertungen gegeben hat. Und jetzt kommt halt der Punkt Extrarunde. Und die wird separat und einzeln gewertet, da es eben um vakante Titel geht. Denn im Normalfall hätte es einen Titelträger gegeben, dann wäre in diesem Falle der Titelverteidiger im Besitz seiner Gürtel geblieben. So braucht es aber heute unbedingt einen Gewinner. Und der wird jetzt in der sechsten Runde ermittelt, in der Extra-Runde, das ist schon ordentliches Brett. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wer kann jetzt an dieser Stelle nochmal alle Kräfte mobilisieren? Wir hatten heute hier ein 4-Mann-Turnier und das Finale des 4-Mann-Turniers, das wurde auch in einer Extra-Runde entschieden. Und wir hatten den Gewinner, Franz Streitz, vorhin im Interview. Und auf die Frage, was denn eigentlich in dieser Extra-Runde die den Unterschied gemacht hat, da hat er geantwortet, das war ganz klar die Psyche. Da geht es nicht mehr darum, wie viel noch im Tank ist, dann ist es einfach nur noch der pure Wille. Und auf den wird es jetzt ankommen. Oder Niederlage. Tobi Gerold als Ringsprecher hat es gerade noch mal verdeutlicht. Also, nur diese eine Runde entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die vorherigen 5 Runden in der Punktwertung werden dafür nicht berücksichtigt. Und wenn wir also die Worte von Franz Streitz, dem Gewinner des 4-Mann-Turniers, heute hier zugrunde legen, dann entscheidet jetzt der Wille, die Psyche. Wer ist in der Lage, den Schmerz zu ignorieren? 5x3 Minuten liegen hinter den beiden Kombattanten. Und letzte Runde, Round 6. Wo sind die Fans von John Kallenbach? So, extra Runde. Crunch Time. Come on, Saalfeld! So, Guruli macht im Wesentlichen da weiter, wo er zuletzt aufgehört hat. Sehr kompakt, marschiert nach vorn. Aus einer sehr massierten Deckung heraus sitzt da Kallenbach immer wieder zu. Kallenbach aktiv, versucht ranzukommen. Sieht sich jetzt aber hier den Angriffen des Griechen gegenüber und steckt jetzt noch einige harte Treffer ein. Jetzt muss er zurückfighten. Jetzt muss das Kämpferherz ihm Flügel verleihen.
Guruli wirkt für mich jetzt aktuell zwingender, kompakter. Kallenbach versucht, was möglich ist, aber sehr viel im Rückwärtsgang. Muss halt wirklich aufpassen. Die Powerpunches von Guruli sind extrem gefährlich. Jetzt mal eine schöne Linke. Einfach mal mit einem Erfolgserlebnis noch mal reinkommen in den Loop, noch mal alles aktivieren. Die Halle kommt noch mal für die letzte Minute. Das ist noch mal möglicherweise ein Extraschub. Aber die Hände von Guruli immer wieder im Ziel. Sehen Sie jetzt auch so ein bisschen. Nichts Schlimmes. Ja, jetzt noch mal sogar ein Spinning. Backkick, den Guruli anbringt. Macht hier in dieser Zusatzrunde für mich den frischeren, zwingenderen Eindruck. Sekunden noch. Nochmal. Schöne Linke, die ihr Ziel findet. Aber Guruli hat eben auch immer eine Antwort. Zeigt sich weitestgehend unbeeindruckt. Spult es hier emotionslos runter. Schöne Linke. Legt dann sich nochmal zurecht. Aber auch Guruli hat eine Linke. Das haben wir gerade gesehen. Und die Extrarunde ist zu Ende. Eine echte Schlacht hier in der grünen Mitte findet nun ihr endgültiges Ende und der Ausgang offen. Jetzt geht's erneut zu den Punktzetteln. Und ich bin gespannt, was da drauf steht. Für die Gürtelübergabe darf ich Uwe Ollenburg in den Ring bitten. Guruli zeigt sich hier bislang als tadelloser Sportsmann, während WKU-Präsident Klaus Nonnemacher hier den Ring betritt. Viele Gesten, Handshakes, Umarmungen auch in der gegnerischen Ecke. So wollen wir es sehen. Ich finde, vor der Urteilsverkündung ein Riesenapplaus für beide Kämpfer, die wirklich alles gegeben haben. Wir haben ein einstimmiges Punktergebnis. Sieger, damit neuer Weltmeister der WKU, des WMAC und der Invictus Fight Night Champion Titel. Der Kämpfer aus der blauen Ecke, Levan Guruli. Alle drei Punktrichter waren sich in der Extrarunde dann einig. Der neue Champion heißt Levan Guruli. Verdient, wie ich finde. Hat hier über 6x3 Minuten gezeigt, dass er ein echter Fighter ist. Dazu bei einem Auswärtsspiel. Ganz starke Vorstellung, Glückwunsch ans Magma-Team nach Griechenland, aber ein dickes, fettes Respekt an John Kallenbach, der hier in der für ihn ungewohnten Gewichtsklasse die Herausforderung nicht gescheut hat, einen beherzten Kampf geliefert hat. Ihm ist es heute nicht gelungen, Guruli in die Knie zu zwingen, was der Leistung keinen Abbruch tut. Er bleibt der Lokalmatador und ein tadelloser Sportsmann. Die Gürtel werden überreicht, zu allem durch Hauptsponsor Uwe Ollenburg, durch WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher und durch WMAC-Präsidenten Harald Vladori.
So, da es in diesem Kampf um die Titel bis 79 Kilo ging, erhält John Kallenbach natürlich seine Titel eine Gewichtsklasse tiefer bis 76 Kilo. Die wird er dann, so hoffe ich, beim nächsten Mal wieder aufs Spiel setzen müssen.